In Der Drache gibt es eine Kamerafahrt, die ganz im Banne der Augen meines Vaters stattzufinden scheint. Zwischen dem schwarzen Hut und Mantel scheint es nur noch diesen beinahe körperlosen Blick zu geben. Umso mehr wirkt er wie einer jener mythischen, einsamen, kranken Krieger, die nicht wissen, ob sie ihre Verwundung als Auszeichnung oder Makel empfinden sollen. So oder so scheinen sie nur auf jene Frage zu warten, die auch Parsifal am Amphortas stellen soll. Oheim, was ist mit dir? Warum blutest du? Nun, wie fühlen Sie sich? Haben Sie eigentlich untereinander auch über die Kriegserlebnisse gesprochen? Ja, haben wir schon, aber nicht zu viel. Habe ich nicht gefragt. Hatte ich vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, Vorsicht, Distanz. Bei den Kriegsgeschichten? Ich habe immer gedacht, wenn wir beide nicht darüber sprechen, dann ist es auch nicht wirklich. Und dann gibt es noch einen Weg. Ich will nie darüber reden, und er hatte doch offenbar aus diesen Unterständen in Russland ganz schöne Schocks. Man durfte zum Beispiel nie eine Kerze brennen, weil da haben sie nur bei Kerzenlicht gesessen. Und also, das war da furchtbar. Da kamen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Das war ganz furchtbar. Das war so furchtbar, da kann ich gar nicht dran denken. Nein, das war das Ende der Ausbildung. Da hat er geschrieben, Sie kommen jetzt nach Russland. Und dann hat er geschrieben, hoffentlich verliere ich jetzt nicht meine Fassung, denn das war so grauenhaft. Dann hat er geschrieben, um die und die Uhrzeit sind Sie in Köln und kommen da durch, aber er darf nicht aussteigen, sondern der Transport fährt dann einfach durch Köln. Und dann sind wir beiden nach Köln gefahren. Und dann ist meine Mutter an dem Zug entlang gerannt und hat den Jungen gesucht. Und die haben sich dann auch gefunden. Man musste ja damit rechnen, dass man den überhaupt nie mehr wieder sieht. Denn Russland war ja zu der Zeit, das war ja 43, glaube ich, das war ja da schon die Hölle. Einmal habe ich lang einem solchen Toten ins Gesicht geschaut. Er lag da mit nackten Füßen, grünlich wächserner Haut, ganz ruhig und gelöst. Er hatte blondes Haar, das aussah wie unechtes Puppenhaar, so seltsam stumpf und ohne Glanz. Das war alles so gespenstisch, so unwirklich, wie ein wüster, schwerer Traum oder wie ein expressionistischer Film. Ja, ganz so wie ein Film. Er hatte doch eine schwere Verwundung, der war doch, der Arm war gelähmt, mehr oder weniger. Und ich habe irgendwann mir ein Herz gefasst und gefragt, wie das war. Und da erzählte er mir, dass er sich irgendwann mal in Russland ein bisschen vorgewacht hatte und lag in einer Art Unterstand oder Graben. Und plötzlich merkte er, dass ihm gegenüber ein russischer Scharfschütze ist, der ihn im Visier hat. Und dann hat es mich eines Morgens erwischt. Ich will in mein Loch springen und da erwischt mich der Ivan, der schon dauernd herübergeknattert hatte, als ich vom Nachbarloch hinter den Büschen zu meinem Loch wollte. Ich kroch ins Gebüsch, hielt mir den linken Arm an den Leib, denn ich glaubte, er wäre gar nicht mehr da, er wäre abgerissen. Ich spürte gar nichts, nur ein Kribbeln und Summen an der Einschussstelle. Es war schon schlimm. Das war ganz schlimm. Und er hat sich ja auch ungeheure Mühe gegeben. Guck, der hat immer was in die linke Hand genommen, zum Beispiel. Dann ist es dann gar nicht aufgefallen, dass er den nicht benutzen konnte. Das war sehr wichtig, dass ihm das nicht auffiel, ne? Ja, aber der war ja, also, wie er den Gips dann abgenommen kriegt, da muss er irgendwo mit der Straßenbahn wahrscheinlich zu dem Lazarett fahren. Und da war er alleine. Und dann hat man ihm in der Straßenbahn einen Platz angeboten. Also, da war der empört. Um Gottes Willen, kein Verletzung oder ein Kriegsversehrter oder was auch immer. Ich glaube schon, dass er sich nicht nur eingebildet, sondern es geschafft hat und darauf sehr stolz war, dass viele Leute nicht wussten, dass er diese Ledermanschette am linken Arm trägt. Diese Verletztheit gab ihm in meinem Blick auf ihn
eine Disziplin, eine Selbstdisziplin, eine, die sagte nicht etwa, ich habe es ertragen oder ich habe was zu tragen. Das gehörte zum Körper jetzt. Und das stand in einem so ungeheuer konzentrierenden Zusammenhang mit dem, was sich bei ihm in der Stille abspielte. War die heimgekehrte geschlagene und verwundete Generation überhaupt in der Lage, ihre Schrecken zu bebildern, zu beschwören, zu verarbeiten? Fast scheint es verboten, dem Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs künstlerisch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Warum hat man uns nicht erlaubt, uns ein Bild zu machen von den Erlebnissen der Väter? Immer nur schweigen, als könne man ungeschehen machen, was doch alle wissen. Was möchten Sie bitte? Ja, ich bin vom Herrn Staatsanwalt gebeten worden, mich für heute Nachmittag als Zeuge bereitzuhalten. Ich sollte gegenübergestellt werden. Ich habe gewartet. Das hat sich erübrigt. Sie werden nicht mehr benötigt, Herr Pfeiffer. Ich habe Sie vergessen. Entschuldigung. Ach. Ja. Wenn wir die Fernsehspiele der 60er Jahre ansehen, dann ist dort die Geschichte ein abstrakter Raum geworden, ganz und gar körperlos, beinahe unmenschlich. Ist sie so leichter zu ertragen, weil sie durch die Stilisierung in die Ferne gerückt ist, weil sie ihrer physischen Realität entkleidet ist? War den Worten wirklich so viel mehr zu trauen als den Bildern? Ein Begriff drängt sich auf, wenn man die Schauplätze jener Geschichten Revue passieren lässt. La città morta. Wo ist das Leben in diesen toten Städten? Absoluter Kahlschlag, in der Literatur ja auch. Weg vom Pathos, weg von der Tränendrüse, weg von der, vom Bombast. Da hat einem ja der Zweite Weltkrieg gelangt, das reicht. Jetzt ganz kühl, jetzt ganz aufs Gerippe reduziert und aufs Wort. Das waren ja alles Stücke, in denen effektiv nichts passiert, sondern es wird nur geredet und geredet und geredet. Die Dramatik ist im Wort. Es passiert das, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Aber es passiert auf der Bühne an sich null und nichts. Denkt doch, unsere kleine Stadt, das ist ja da nur gedacht, das wird vorgestellt. Vielleicht hat es auch mit dem Brecht seinem epischen Theater zu tun. Ich tue jetzt so, als ob das so wäre. Ich zeige euch das jetzt. Ich mache euch jetzt mal vor, wie sich das abgespielt hat. Aber deswegen muss ich ja nicht einen Purzelbaum schlagen oder Kopf stehen. So. Der Name der kleinen Stadt ist Grover's Corners. Sie liegt in Amerika, im Staat New Hampshire, gleich an der Grenze von Massachusetts. 42 Grad 40 Minuten nördliche Breite, 70 Grad 37 Minuten westliche Länge. Der erste Akt zeigt einen Tag in unserer Stadt. Es ist der 7. Mai 1901. Zeit kurz vor Tagesanbruch. Was sagt der da, der Spielleiter? Ich stelle euch jetzt hier zwei Gerüste hin für ja. die das nötig haben. Ja. Eigentlich haben wir es nämlich gar nicht nötig, ja. Wir bräuchten gar nichts hinstellen. Wir müssen nur sagen, hier ist das Haus und dann ist es vor euren Augen. Hier sind zwei Zäune. Für diejenigen, die ohne Szenerie nicht auskommen können. Warum glaubst du, dass diese in der Generation so viel, dass das da so ankam? Ich glaube, man muss es komplexer sehen. Man muss auch fragen, warum macht man jetzt das, was man jetzt macht? Wenn wir es mal von hinten aufrollen. Ich glaube, jetzt macht man das, weil die Konkurrenz zum Film dermaßen brisant ist, dass man einfach, auch dass die jungen Regisseure, einfach Action, Action, Action auch auf der Bühne haben wollen, aus Konkurrenz zum Film. Sie sind der Herr Brandt? Ja. Kommen Sie her. Dorthin. Die historischen Figuren werden von Schauspielern dargestellt. Wir haben eine Porträtähnlichkeit nicht angestrebt. Eichmann empfing mich mit den Worten. Sie sind der Herr Brandt? Ja. Kommen Sie her.
Dorthin. Es sollte ja auch nicht naturalistisch sein. Wissen Sie? Mhm. Es sollte ja nicht, sollte gar nicht dargestellt werden, das passiert jetzt, sondern es ist ein Gleichnis. Mhm. Und dadurch, glaube ich, wirkt es auch viel stärker im Mitdenken vom Zuschauer. Wir gingen die breite, regenzerweichte Dorfstraße hinunter. Wir passten auf den Weg, weil es schlammig war. Und wurden die beiden Offiziere auf der anderen Seite erst gewahr, als einer herüberrief: Können Sie nicht grüßen? Da ist es ja auch wieder stilisiert, weil es ist ja im Kopf von dem Mann, wie er erzählt. Und jetzt müssen Sie, die Realität muss sich der Zuschauer jetzt im Kopf. In dem Augenblick haben Sie einen innerlichen, sehen Sie ja innerlich einen Film. Hartnäckig nach meinem Vater in seinen Filmen Ausschau halte, dann sehe ich selten mehr als ein Phantom. Was ich suche, ist genau das, was die Filme verbergen wollen. Und was ich finde, sind allenfalls Momente. Seine Angst beim abschüssigen Fahrradfahren im schönen Abenteuer. Er konnte doch nicht mit beiden Händen den Lenker halten. Seine Höhenangst im Gesicht auf dem Stuttgarter Fernsehturm in Jonas. Da habe ich wahrscheinlich innerlich weggeguckt, weil ich sonst zu Angst gehabt hätte. Aber diese Momente körperlicher Präsenz sind Entgleisungen. Hat er eigentlich immer sich als Nicht-Tänzer ausgegeben, weil er Angst hatte, wenn ihn jemand da anfasst, dann ist es nicht mehr zu verleugnen. Das körperlose Spiel jener Zeit kam ihm in seiner physischen Schwäche entgegen. Wo also erscheint mir mein Vater fast privat? Wo kommt für einen Augenblick sein Wesen zum Vorschein? Wie hier ist schon eine Seltenheit. Das deutsche Kino dieser Jahre, darauf könnte man sich einigen, hat der Wirklichkeit wenig Platz zum Atmen gelassen. Wenn man die Filme sieht, können wir uns heute kaum noch vorstellen, wie es damals gewesen sein mag, was die Leute empfunden und was sie gesehen haben, wenn sie in den Spiegel blickten. Wie die Eltern sich gefühlt und was sie geliebt haben. Da könnten wir vielleicht erfahren, warum wir uns selbst so fühlen, wie wir uns fühlen. Vielleicht. Sollen wir denn denken, so haben die Feste unserer Eltern ausgesehen? So ihre Auseinandersetzungen? Ihr kotzt mich alle an! Und so ihre ersten Rendezvous? Gibt es einen Sonnenstrahl auf einem morgendlichen Bett aus dieser Zeit, der sich und nur sich erzählt? Kaum. Über die äußere Wirklichkeit legen sich die immer gleichen Ideen, Gefühle, Bedeutungen wie eine dicke Eisschicht. Und ich finde auf der Suche nach dem Filmausschnitt, in dem ein wenig Leben meines Vaters aus einer Epoche in die nächste gerettet ist, nur ein paar Meter Amateurfilm. Aufgenommen im Garten seiner Agentin Honey Lenz an einem Sommernachmittag, irgendwann zu Beginn der 60er Jahre. Die Sonne scheint, die Menschen schwitzen, werfen Dartpfeile, trinken Bowle, der Nachmittag ist noch früh. Und ich sehe meinen Vater, wie er sich auch beim Spiel Mühe gibt. Die kleine theatralische Geste der Enttäuschung erzählt mir mehr als alle Gesten der Filme. Und wenn er mir den Rücken zuwendet, dann stehen seine kurzen Haare ab wie einem kleinen Jungen. Und mit einem Mal geben Bilder einen Moment lang Auskunft.